Hearthstone gibt es ja seit der letzten Woche den dritten Flügel der Schwarzfels-Erweiterung. Und ich spiele gar nicht mehr so viel Hearthstone. Du? Hast du schon mal reingeguckt? Ich spiele nach wie vor sehr viel Hearthstone. Und tatsächlich ist es so, die Schwarzfels-Spitze, die ja jetzt freigeschaltet worden ist, kennen viele noch aus World of Warcraft. Und da geht es unter anderem General Drakizat und dem guten Renn-Schwarzfaust an den Kragen. Und wir zeigen euch jetzt mal, wie man die aus dem Leben schießt. Da sind wir also unterwegs im dritten Schwarzfelsflügel von Hearthstone, nämlich in der Schwarzfelsspitze, und da kaufen sie es gerade mal und schalten sie uns frei. Wie gesagt, die Preise variieren. Man bezahlt am besten 700 Gold, weil das hat man sich vorher erspielt, oder man gibt knapp 6 Euro aus in der PC-Version oder knapp 7 Euro in einer iOS-Variante, weil da sind die Preise ja ein bisschen teurer. Und wir haben jetzt hier wieder drei Bosse, nämlich den Hochlord Omok, dann noch General Drakizat und unseren dritten, den Rand noch. Und hier haben wir schon gesehen, wir suchen uns jetzt einfach mal ein Deck aus. Die Fähigkeit von Omok ist, dass er Schaden verursacht dass der Gegner vernichtet, die Schaden genommen haben. Deswegen haben wir uns gedacht, ja komm, nehmen wir jetzt mal den In-Your-Face-Jäger, um möglichst schnell da durchzukommen. Da haben die Diener beispielsweise auch relativ wenige Lebenspunkte. Das heißt, die Chance, dass sie sowieso Schaden nehmen, ist relativ gering. Und ich finde, da haben wir auch eine ganz gute Hand bekommen. Auch mit relativ günstigen Dienern schon mal. Schwere Entscheidung. Mal erzählen, was sie hier so erzählen. Das Ganze ist relativ lustig in der Schwarzfelsspitze. Dann kommt ja immer Nefarian an. Der hat uns ja vorher den Auftrag gegeben, den geschmolzenen Kern und die Dunkeleisenzwerge aus dem Weg zu räumen. Und jetzt kommt er die ganze Zeit an. Ich weiß gar nicht, was sie hier macht. Die sind doch alle tot. Geht doch nach Hause. Irgendwo feiern gehen. Natürlich gehen wir nicht irgendwo feiern, sondern wollen natürlich auch Nefarian irgendwann mal den Gar ausmachen. Und deswegen müssen wir uns jetzt erstmal hier durch die ersten bösen Diener durchschlagen. Und hier springen wir schon mal ein bisschen vor, weil das Ganze eigentlich, ich finde das Ganze nicht so uninteressant. Interessant, der Omok, der hat ein paar Diener, die Gegner zufällig angreifen. Das seht ihr hier so, diese Ogre-Diener, die er da aufs Feld legt. Das sorgt dafür natürlich, also wenn wir mit dem Jäger spielen, der relativ wenige Diener hat, die nicht viele Lebenspunkte haben, dass die Diener dann auch tatsächlich draufgehen und so, dass dann Omok seine Spezialfähigkeit nicht einsetzen kann. Ich finde das ganz praktisch und es hat sich auch relativ gut bezahlt gemacht, würde ich sagen. Da gibt es natürlich eine neue Karte, praktischerweise auch für den Jäger gleich, den Kernwüterich. Mit dem konnten wir ja auch schon mal in der Klassen-Challenge spielen. Hier sind wir gegen General Drakizat. Der hatte eine ganz besonders lustige Fähigkeit und ihr seht auch schon, der hat mehr Lebenspunkte als die anderen Bosse. Die Fähigkeit sorgt nämlich dafür, dass wir den ganzen Kampf über nur einen Mana-Punkt haben. Das heißt, wir können eigentlich die ganze Zeit auch nur eine Karte pro Runde spielen. Und da lohnt es sich natürlich, zum Beispiel zu einem Deck zu greifen, das relativ teure Diener hat, denn die kosten natürlich alle nur einen Mana-Punkt. Und damit kann man Drakizat doch relativ gut beherrschen. Klassenfähigkeiten kann man natürlich auch nicht benutzen, die kosten ja alle zwei Mana. Es sei denn, man ist hier mit einem Druiden unterwegs, dann könnte man vielleicht tatsächlich einen Anregen einwerfen und die Klassenfähigkeit benutzen, aber eigentlich ist es nicht notwendig. Ich finde das Prinzip sowieso generell ganz lustig, dass man immer nur eine Karte spielen kann, aber dann natürlich auch so richtig teure Typen, um dann, wie ihr hier seht, sehr schnell Drakizat zu besiegen. Juhu, und dann haben wir gleich noch eine Paladin-Karte dazu, die sich natürlich für Paladin-Drachen-Decks eignet. So, und dann ab mit dem letzten Boss, rennt Schwarzfaust natürlich. Ihr fordert Mächte heraus, die ihr nicht. Und der hat eine ganz besonders lustige Spezialfähigkeit, die wechselt nämlich die ganze Zeit durch. Und das ist etwas, was dem einen oder anderen doch vielleicht ein paar Probleme bereiten könnte. Zumindest hat es mir ein paar Probleme bereitet. Ich habe mehrere Versuche gebraucht, um Rent dann auch umhauen zu können. Und das im normalen Modus. Das heißt, es ist ein bisschen herausfordernder
als die ganzen Kämpfe in den anderen Flügeln. Die Spezialfähigkeit, das seht ihr dann auch, wenn ihr sie einsetzt, da wechselt dann auch immer der Knopf damit. Er kann mal 3 1-1er Drachenwelpen herbeirufen, dann kann es sein, dass er 2 Orks herbeiruft, die dann Spott auch haben. Und natürlich zu Schwarzhaust selbst gehört auch ein ganz besonderer Drache, nämlich Glyph. Den ruft er dann auch regelmäßig herbei. Was heißt regelmäßig? Er kann ihn mehrfach auf dem Brett haben. Da muss man dann vielleicht ein bisschen mit umgehen können. Glyph macht, glaube ich, 8 Schadenspunkte. Das ist nicht gerade wenig. Aber immerhin hat er nur 4 Lebenspunkte und kann dann möglicherweise, wenn man die richtigen Karten auf der Hand hat, auch schnell erledigt werden. Und ihr seht schon, generell hat er sehr viele Drachen auf der Hand. Er hat dann natürlich auch entsprechend Karten auch noch, also Diener, die keine Drachen sind, aber die dann davon profitieren, dass er einen Drachen auf der Hand hat. Entsprechend kann es mal ein bisschen unangenehm und nervig werden mit ihm. Mal gucken, was wir uns hier kopieren können. Ein Zauber. Er hat so relativ viele Kriegerzauber. Da müsst ihr auch ein bisschen drauf achten, dass ihr sie vielleicht kontern könnt. Und jetzt machen wir mal fertig, weil wie ihr das Ganze erledigt, könnt ihr euch natürlich am besten erstmal selber anschauen. Oder wenn ihr schon bei Heroischen ein bisschen verzweifelt, dann haben wir natürlich bei uns auf der Webseite auch entsprechende Guides, wie ihr das schafft. So, kommen wir zu den Klassenherausforderungen. Erstmal natürlich noch eine Karte dafür, dass wir hier den Flügel freigespielt haben. Das ist Rent persönlich. Und dann gibt es die Klassenherausforderungen für die Priester und die für die Druiden. Und ihr seht schon, die Priester-Herausforderung ist ganz lustig, weil sie ist gegen Drakisaf und das zusammengestellte Deck, mit dem ihr spielt, hat fast ausschließlich nur Zauber und legendäre Helden auf der Hand. Also es ist quasi gegen Grimmstein spielen, nur andersrum, ihr seid selber Grimmstein. Und natürlich könnt ihr die Karten dann auch sehr schnell ausspielen, weil sie kosten natürlich nur einen Mana-Punkt. Was auch ganz praktisch ist, ihr habt relativ viele von diesen Auferstehungszaubern in eurem Deck. Und wenn ihr Glück habt und vielleicht nicht gerade von Onyxia ganz viele Welpen da habt, dann könnt ihr natürlich auch einen relativ wertigen Diener wieder zurückrufen. Wie in dem Fall habe ich zumindest Glück gehabt und Kaisusat gekriegt. Die anderen Male, die ich dann den Zauber angewendet habe, hatte ich nicht so viel Glück und jedes Mal wunderbar einen Babling gekriegt, so wie ihr uns gerade hier seht. Aber immerhin, hier haben wir noch einen König Knirsch gekriegt und der macht natürlich ordentlich viel Wumms. Generell lohnt es sich bei Drakisaf mit Dienern zu spielen, die beispielsweise noch einen anderen herbeirufen, also Token-Diener, wie zum Beispiel Dr. Bumm da unten. Der hat ja dann seine beiden explosiven Kanonenbälle als Begleitung. Die helfen dann natürlich ordentlich weiter. So, jetzt machen wir ihn mal fertig hier. Und kriegen unsere Priesterkarte. In dem Fall ist es der Zwielicht-Welpling, dessen Nutzen vielleicht noch nicht ganz so groß ist. Und die Herausforderung des Druiden geht gegen Rent Schwarzfaust. Ihr seht schon, ihr kriegt da auch ein paar Karten, die ihr momentan noch nicht habt. Das ist die Borke, die Feuerborke, die sich ausspielen lässt, beziehungsweise in dem Moment ausspielen lässt, für relativ wenig Mana-Kosten, je mehr Diener halt in dieser Runde gestorben sind. Und ihr seht auch schon, das Deck, das euch da von Blizzard zusammengestellt wird, basiert schon ein bisschen darauf, dass das wilde Brüllen dann benutzt wird auf relativ viele Gegner, die wenig Lebenspunkte haben. Das ist so eine Strategie, die mir persönlich nicht ganz so gefällt, aber in dem Fall erfüllt sie natürlich ihren Zweck. So, dann haben wir das wilde Brüllen und dann legen wir jetzt hier gleich noch mal ein bisschen durchzählen. 20 Schaden kriegen wir hin, oder? Ja. Dann spielen wir hier noch ihn und dann das wilde Brüllen und dann kommen unsere kleinen gefährlichen Irrwische daher. Und Boxen rennt einfach mal um.
Und dann seht ihr schon, die Karte, die ihr dann für den Druiden freispielt, ist tatsächlich dann auch die Feuerborke. Vulkanborke, die sich ganz nett spielen lässt. Ich schlüpfe jetzt wieder in die Rolle meiner Lieblingsheldin Milky. Das ist ja der kleine Lalafell aus Final Fantasy XIV. Dort gibt es den Extreme-Modus und einen ziemlich ätzenden Kampf gegen den fetten Mogri-König. Und wie das so aussieht für so kleine Lalafells wie mich, das zeige ich euch jetzt im Video. Ja, wie ihr hier schon seht, das sind lustige kleine Mogris. Sofern ihr Final Fantasy Fan seid, kennt ihr die ja schon aus eigentlich allen Teilen der Rollenspielserie, weil die sind halt genauso wie Cid oder Bix und Wedge eine feste Institution, genauso wie die Chocobos, also trifft man immer wieder. Hier sieht man sie jetzt mal vielleicht in einer etwas anderen Variante. Normalerweise sind das ja die freundlichen kleinen Helfer, die die Post bringen etc. Und hier ist das jetzt ein ziemlich großer, dicker, fieser Mogri, der auch ziemlich was drauf hat. Ich bin hier im Duty Finder unterwegs und habe mit einer Zufallsgruppe einfach mal gesagt, okay, lass uns mal den Mogri-König im Extremmodus machen. Und ja, das war eine Sache, die hat ganz schön Nerven gekostet auf jeden Fall. Also man sieht hier schon, der Mogri-König, der steht in der Mitte. Erstmal fängt der Kampf halt an, ja, wie man sich das so vorstellt. Rennt hin, antanken, erstmal ein bisschen gucken, was so passiert. Und danach kommen ganz, ganz viele kleine Mogris. 8 Stück sind das insgesamt. Und dann ist es natürlich sehr, sehr wichtig, dass man eigentlich weiß, was man da tut. In der ersten Phase des Kampfes erscheinen diese Mogris und jeden davon, bis auf einen, den Black Mage, der da als nicht angreifend gekennzeichnet ist, muss man dann auf 10% runterhauen. Der Black Mage ist deswegen gekennzeichnet, nicht weil man ihn nicht angreifen soll, sondern weil das der erste Mogri ist, der am Ende der ersten Phase getötet wird. Also man haut sozusagen alle 8 runter, sollte dabei natürlich aufpassen, dass man nicht von den Flächeneffekten getroffen wird. Und guckt halt, wo gerade braucht es noch Schaden und man haut halt wirklich alle 8 runter. Das kann sehr, sehr chaotisch werden und gerade mit einer Zufallsgruppe, die halt ohne Voice-Chat oder Teamspeak halt unterwegs ist, ist das natürlich von der Koordination manchmal ein bisschen blöd. Also dann lieber eine Sekunde länger warten, als einfach blind irgendwo drauf zu hauen. Und man guckt am besten einfach immer, wo gibt es halt noch Lebenspunkte, die man halt noch ein bisschen runterkloppen kann. Und wenn ihr euch jetzt fragt, warum mache ich das überhaupt, warum sollte ich irgendwie die Mokis auf 10% Lebenspunkte hinunterklopfen? Also sobald das geschehen ist, alle Mokis haben nur noch 10% Lebenspunkte, wird der gekennzeichnete Schwarzmagier Mokri angegriffen und der wird dann umgehauen. Sobald das passiert, gibt es ungefähr 3 Sekunden und danach heilen sich alle Mokis wieder auf 100% hoch, bis auf den Schwarzmagier, der ist dann nämlich weg. Und um diese Mokris zu heilen, gibt der Mokri-König in der Mitte sozusagen seine eigenen Lebenspunkte ab. Nur so kann er sie halt wieder heilen und ihr merkt jetzt vielleicht auch schon, so ähnlich funktioniert der Kampf halt über mehrere Runden. Also dieses Spielchen wiederholt sich halt, bis der Mokri-König seine gesamte Lebensenergie abgegeben hat. Allerdings werden die Phasen noch ein bisschen, die unterscheiden sich dann noch etwas. Hier sind wir jetzt schon fast so weit, dass wir alle Mokris runter haben auf 10%. Bei manchen ist es noch ein bisschen mehr, also man muss halt wirklich gucken und da hat es auch schon den ersten erwischt, wie und wo man jetzt draufhaut. Das heißt, wenn man einen Mogri zu früh tötet, verliert der Mogri-König natürlich viel zu wenig Lebenspunkte nach der ersten Phase und dann kann das am Ende nicht mehr hinhauen, weil das funktioniert einfach nicht durch die ganzen Flächeneffekte und in Phase 3 und dann gibt es halt, sehr, sehr schnell einen Wipe. So, und wie ihr an der Uhrzeit sehen könnt, habe ich hier mal ein bisschen vorgespült und bin mal weiter nach vorne gesprungen. Wie in vielen anderen Kämpfen auch, ist hier die Zeit sehr, sehr stark begrenzt. Also wir haben insgesamt 80 Minuten, glaube ich, sind es, um den Mokri-König halt wirklich down zu kriegen. Und wir sind hier schon bei 17 Minuten angelangt. Das heißt, wir haben halt schon den einen oder anderen Versuch hinter uns. Und es war halt tatsächlich hart. Ich habe am Ende nicht mal daran geglaubt, dass wir es tatsächlich schaffen. Und ja, und es ist halt wirklich mit ein bisschen Koordination, mit ein bisschen Absprache und vernünftiger Markierung ist halt wirklich sehr, sehr viel machbar. Das ist halt, hat mich selber ganz schön überrascht, dass wir es dann doch hingekriegt haben. Ja, es ist halt das pure Chaos, wie man hier sieht. Den Mokko-König selber, den braucht man überhaupt nicht angreifen. Also der wird dann hinten an der Ecke getankt und den lässt man dann einfach für die Zeit in Ruhe und guckt halt lieber, dass man hier nicht in diese Flächeneffekte reinläuft und
Zur Not hat man im besten Fall immer noch so ein paar X-Potions dabei, irgendwelche Tränke, die einen vielleicht nochmal schnell vor dem Tod retten, falls der Heiler gerade nicht in der Nähe ist. Ab und zu gibt es auch mal so einen Debuff, da muss dann gereinigt werden und ansonsten war es das nämlich auch ganz, ganz schnell. Also es gibt halt schon, es ist schon eine Herausforderung hier für die Heiler. Für die DDs eigentlich ist es eher nie so eine große Herausforderung. Die Herausforderung besteht eher darin, dass man nicht einfach blindlings auf irgendwas drauf schießt, was sich bewegt, sondern dass man wirklich guckt, was man da im Visier hat und da nicht einfach sinnlos irgendwas tötet. Jetzt hier zum Beispiel habe ich den Debuff drauf. Wenn ich zu weit wegrenne von dem Heiler, trifft er mich natürlich nicht mehr mit seinem Reinigen. Und ja, hier, das hat mir schon ganz schön viele Lebenspunkte abgezogen, aber es ist zum Glück nicht tödlich ausgegangen. Jetzt sind wir in der Phase, wo halt das Mockery, was markiert ist, runtergekloppt wird. Und wenn das passiert ist, geht es halt mit Phase 2 weiter. Da muss nochmal ein Mockery dann am Ende getötet werden. In der dritten Phase läuft es genauso ab, dass man alle Mockeries auf 10% Lebenspunkte runterbringt. Dort müssen dann aber alle Mockeries innerhalb von wenigen Sekunden getötet werden. Schafft man das nicht, ist man dann natürlich sofort tot. Also das heißt dann auch wieder ein komplett Wipe für die Gruppe. Und da wir jetzt hier noch 15 Minuten haben, hieß das wirklich, reißt euch jetzt mal alle zusammen und macht das jetzt vernünftig. Ansonsten können wir es vergessen, weil der Kampf, der dauert natürlich auch eine ganze Weile. So, und hier unten sieht man auch schön an der Aggro-Liste, jetzt haben wir einen getötet. So, jetzt heilen sie sich wieder voll und der Mokri-König hat weiter von seiner Lebensenergie gespendet. Man sieht ja schon, er hat nicht mehr allzu viel, also wir haben das schon sehr, sehr gut gemacht. Jetzt gilt es halt noch die letzte Phase zu überstehen. Also gerade in der zweiten und in der letzten Phase gibt es öfters mal ein paar bescheuerte Aktionen, also wirklich komische Sachen, die da passieren, wo man nicht so richtig sagen kann, okay, woran bin ich jetzt gestorben, oder manchmal ist es einfach total verwirrend und ja, wie gesagt, einfach nur versuchen, den Überblick zu behalten, cool zu bleiben und vor allem nicht unbedingt in der Mitte rumzurennen, weil das ist hier natürlich extrem blöd. Wie man schon sieht, die ganzen Flächeneffekte überall. Also am besten immer draußen am Rand rumbewegen und gucken, dass man da nicht in die Flächeneffekte oder den Frontangriff von dem dicken Mokri hier reingerät. Ansonsten gibt es eigentlich gar nicht so viel zu beachten. Also ich finde es erstaunlich, dass wir das mit einer Zufallsgruppe geschafft haben. Bei Titan Extreme hatte ich jetzt noch nicht so das Erfolgserlebnis und oder das Glück, eine gute Gruppe zu kriegen. Den fand ich im Hardmode nämlich auch schon schwieriger als das hier. Weil, ja, vielleicht, weil ich auch von dem Felsen runtergefallen bin. Vielleicht, weiß ich nicht genau. Vielleicht probiere ich es auch nochmal demnächst mit meiner neuen Gilde. Das Schöne ist ja auch die Musik. Also, wer Mokris mag, und ich finde die ja total knuffig, das ist halt super lustig. Also, einer von den Kämpfen in Final Fantasy, der mir halt besonders gut gefallen hat. Ja, und halt immer ausweichen. Also, dieser Kampf ist sehr, sehr bewegungsintensiv, sieht man schon. Und gibt halt auf jeden Fall nur so einen Vorgeschmack auf die Qualität der Raid-Kämpfe. Mit denen habe ich mich jetzt auch angefangen zu beschäftigen. Also ich bin jetzt quasi fertig oder bereit, um den Binding Coil endlich mal anzugehen. Also die verschlungenen Schatten von Bahamut. Und den Circus Tower, also Kristallturm. Den muss ich sagen, also fand ich die ersten, die Einführungsinstanz, das Labyrinth der Alten, das fand ich gar nicht so schwer. Ist für 24 Spieler, da zeige ich euch vielleicht nächste Woche mal was zu, aber das ist, kann von der Schwierigkeit nicht mithalten mit diesem Kampf hier, wo man wirklich ein bisschen mehr aufpassen muss, was man macht. Also den ersten 24-Mann-Raid, den schafft man auch sehr, sehr locker mit einer Zufallsgruppe, da muss man auch keine Angst haben und ja, ist eigentlich nicht besonders schwer. Es sind auch nur für Bosse und kann man auch jeden Tag im Duty Finder einfach machen, ohne Angst zu haben, dass man da irgendwie nicht klarkommt. Richtig schwierig wird es dann erst in den höheren Stufen vom verschlungenen Schatten, aber so weit bin ich noch nicht, da ist auch mein Item-Level vielleicht noch nicht so gut. So, jetzt haben wir es hier fast wieder geschafft. Alle Mokris sind runter auf 10%. Oder fast alle, oder? Und wir sind jetzt hier in Phase 3. Das Besondere in Phase 3 ist, dass wir halt alle Mokris ziemlich gleichzeitig oder zeitnah miteinander also umhauen müssen. Also da muss man wirklich sehr, sehr schnell sein. Und möglichst viele Lebenspunkte vorher schon abziehen. Wenn man das dann geschafft hat und dass sie wirklich alle gleichzeitig umfallen, wird endlich der Mokri-König angreifbar. Also mal abgesehen vom Anfang, wo man ihm schon ein paar Lebenspunkte abziehen konnte. Kann man ihn dann angreifen und man hat dafür ein sehr, sehr geringes Zeitfenster. Das werdet ihr auch gleich sehen. Sieht man auch schön im Chat. Burn them, also vernichtet sie. Ja, und jetzt hauen wir alles drauf und dann muss man halt unglaublich schnell auf den Mokri-König switchen, weil er beginnt nämlich dann, da oben sieht man es rechts über seinem Namen, zu casten
Und ihr ahnt es sicherlich schon, sobald die Leiste da oben voll ist, macht er einen alles vernichtende Zauber und das wäre es dann gewesen. So, und hier hat es sehr, sehr knapp geschafft, haben wir es knapp geschafft, also es war halt, gibt es auch noch ein Achievement dazu. Es wären noch so 1-2 Sekunden hätten wir noch gehabt und dann wäre es das gewesen. Ja, schön geschafft. Und nächste Woche zeige ich euch vielleicht ein bisschen mehr. Das war's auch schon wieder mit der aktuellen Ausgabe der BAFT-Show. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt oder euch dafür einsetzen wollt, dass der komische Mann im lila Hemd nie wieder hier auftritt, dann schreibt uns in die Kommentarfunktion oder schickt uns eine E-Mail. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ach, da setze ich schon ein. Johann ist doch Fingerpistolen, okay? Okay. Auf Schuhe, richtig? Erschien. Da habe ich keinen Bock drauf. Bisschen Space Odyssey mäßig. Und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Super.